Weg von den traditionellen Führungen hin zum echten kulinarischen Erlebnis vor Ort. Das ist eines der Ziele von Spain Food Sherpas, einer Initiative aus Malaga, die eine echte Alternative zum konventionellen Tourismus bieten will. Gastronomische Touren, bei denen die Besucher nicht nur die lokalen Produkte probieren, sondern auch lernen, wie man sie zubereitet. Artículo que va a través de que va de de los Food Sherpas. Los Food Sherpas son las personas que te descubren los secretos culinarios de una ciudad. Das Konzept stammt von Jeff Gardiner und erschien in einem Artikel der New York Times. In Malaga beteiligen sich Touristen an Tapas-Touren, Weinverkostungen oder Kochkursen. Für diese deutschen Besucher ist der Markt die erste Anlaufstelle. Dort entdecken sie traditionelle Produkte der Region, während die Lebensmittel für den nächsten Kochkurs gekauft werden. Lo que más le llama la atención al turista, creo que en gran medida es la fruta en Andalucía, por ejemplo la chirimoya o el mango, determinada fruta, la granada. Y creo que lo que más le gusta es cocinar. Und in der Küche kosten sie zuerst das Öl und lernen dann, wie man Gazpacho oder eine Paella kocht. 100 Gramm pro Person adulta. Primero lo rehogamos. Ich finde, dass es ein total spannendes Konzept ist. Also mir hat der Marktbesuch zum Beispiel super gefallen, dass man noch mehr auch über die Produkte lernt und dann auch das umsetzt und tolle neue Rezepte. Ich finde, es ist ein sehr spannendes, interessantes Konzept, auch von Einheimischen oder Leuten, die sich in den Ort gut auskennen, daran geführt zu werden und mit denen eine Rundtour zu machen. Die haben auch was über die Stadt vielleicht noch erzählen und die traditionellen Zutaten. Und natürlich darf dann auch am Ende die eigens zubereitete Paella verköstigt werden. Guten Appetit!